Satellite activated. Base under attack. On my way. Also nein, du fährst. On my way. Ja, alles irgendwie ungünstig gerade. Yes, sir. Building. Ich will den hier ja eigentlich rüberbringen, um meinen Scavenger abzugraden. On my way. Construction started. Building complete. Okay, yes, sir. Wer soll das weitermachen? Construction started. Getting scrap. Noch so eine saublöde Idee von denen. Building complete. On my way. Repair engaged. Building complete. Was machen die da? Das gute Biometall. Ich meine, klar, war ein Treffer bei, aber für was für ein Preis? Okay, du bist das hier. I'm following. Hier ist auf Gruppe 10. Du bist der. Du bist der. I'm following. Du bist Gruppe 10. Construction started. Yes, sir. Building complete. On my way. On my way. Scavenger lost. Zwei Läufer. Oh Mann. Wo ich meinen Hevel Rick. Yes, sir. Building. Wo stehe ich eigentlich rum? Ich stehe die ganze Zeit rum mit meinem völlig im Arsch geschossenen Panzer. Okay, F2 war so blöde, über Lava zu fahren, aber das ist nicht mehr wichtig. Ich habe jetzt den anderen aufgerüstet, jetzt kann ich theoretisch expandieren. Oh, der Blaster kriegt einen ab. Satellite activated. Base under attack. Für diese Dinger immer kein gutes Ende. So. Warum habe ich zwei Nightingales hier? Base under attack. Oder hat die Nightingale die andere Nightingale repariert und folgt ihr einfach? Ich weiß es nicht. F3, da bist du. On my way. Yes, sir. Building. Base under attack. Ich muss hier nochmal irgendwie einen Turm hinsetzen. Die kommen immer häufiger über die Lava geeiert. Construction started. Yes, sir. Ich habe das Gefühl, der will nicht mehr hier unten langfahren, seitdem ich den scheiß Turm gleich gesetzt habe. Vielleicht blockiere ich versehentlich seinen Pfad. Nicht, dass das hier irgendwie großartig was ändern wird an der Tatsache, dass er richtig in den Hintern gekniffen wird. Oder ich. Alter. Das glaube ich jetzt nicht. Ich muss unbedingt diesen Nachtpunkt erobern. Construction started. Base under attack. Building complete. Hit the nav. Base under attack. Whoa, follow the leader. Yes, sir. Building. Base under attack.
Item gehe. Base under attack. Erstmal die Nightingale hier hin. Und dann brauche ich eine Nightingale, die mir folgt. Ich muss die Angriffe durch das Zentrum erstmal unterbinden, damit die Artilleriekanonen verschwinden komplett. So, der Hebel Rick baut mir eben den Turm hier. Dann nehme ich ihn. Ja, ich lasse den hier. Weiteres Scout-Panzer wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, lecker Monster. Fucking Daybreaker. Abgefangen. Bevor irgendwas Beschisseneres passiert als fucking Daywrecker, die mir auf den Kopf fallen. Alter, was ist mit meinem Blasttorben los? Oh, ich glaube, ich sehe, was das Problem ist. Also hier ist schon mal ein anderes Problem, was mir auf den Sack geht. Base under attack. So, eben die Geschütztürme und die Haubitzer auslöschen und anschließend hier die Dings hinbauen. Und ich muss mal eben F3. Following. So, dafür habe ich den Nightingale mitgenommen. Ja, das hier gefällt mir überhaupt nicht, dass die Escort hier auch völlig drüber eiert. Sind hier noch andere Probleme unterwegs? Ich sehe keine Howitzer in diesem Bereich, aber ich sehe eine Eskorte, die mir schon wieder auf Eier gehen will. Die sehen eigentlich schick aus, die Panzer, muss ich schon sagen. Base under attack. Hat die Nightingale hier überlebt? Building complete. Yes, sir. Building. Oh, Howitzer, die da rumfährt. Building complete. Base under attack. Construction started. Base under attack. Building complete. On my way. Moment, F2 geht auf F9, F5, F7 gehen auf F2. Ich will meine Nightingales bei mir haben. Weiterer Panzer wäre nicht schlecht für die Verteidigung. Die kommen mir da unangenehm über die Seite, wo das Biometallvorkommen ist. Oh, die Nightingale hat überlebt.
On my way. Ich glaube, drei Türme sind hier angebracht, um alles abzufangen, was kommt. Yes, sir. Building. Satellite activated. Okay, der hat sowieso den Vogel offen. Okay, die scheinen irgendwie nicht anzukommen. Das heißt, ich kann den Geschützturm theoretisch noch mit hinschmeißen. Und bin glücklich. Was ist das hier? Eine Pack. Okay. Yes, sir. Jetzt, wo das hier steht, kann er auch woanders hinfahren und was machen. On my way. On my way. Ja, ist die Nightingale. Gut. Nichtsdestotrotz geht mir diese Escort auf dem Sack gerade. Mohun schießen! Yay! Oh shit, shit, shit. Nach unten schießen ist nicht so gut. Aber wofür machen wir Razors? Oder Lava. Building complete. Satellite activated. Yes, sir. Building. Einfach weil ich es kann. Yes, sir. Building complete. Building. Überlegen, ob ich hier noch eine Nightingale hinschmeiße, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Von was kommt das eigentlich immer die ganze Zeit? Das sind... Ach, das ist der verdammte Vulkan. Ich dachte schon, das wären irgendwelche artillerieartigen Geschosse oder so eine Scherze, aber das ist ja gar nicht. Hm. Brauche ich das Field Lab eigentlich für irgendwas? Für den Sasquatch, okay. Für den Tracker brauche ich eine Armory, aber eine Baracke, aber das ist nicht so wichtig. Mein nächster Schritt in der Eroberung dieses Planeten wäre, hier unten das Biometallvorkommen zu holen. Building complete. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr Nightingales und Kraftwerke. Yes, sir. Building. Building complete. On my way. Base. Under building attack. Complete. On my way. Yes, sir. Building. Building complete. In transit. Ich glaube, er verstärkt gerade seine Angriffe auf mich. Ich meine, das Biometallvorkommen hier unten wäre relativ gut geschützt, wenn ich die und die Kreuzung hier dicht mache. Ich meine, ich habe jetzt zumindest schon mal unterbunden, dass er die Howitzer auf mich draufschmeißt. Und über die anderen Angriffswege kommt er eigentlich nicht mehr an meine Basis ran, solange die Nightingales ihren Job machen. Field Lab brauche ich eine Dings. Okay, das kann man machen. Yes, sir. Building. Following. Whoa, follow the leader. Scavenger lost. In transit. Building complete. Ich will ihn aus dem Bereich raus haben, nicht dass das Relikt oder der Takt Schaden kriegen. On my way. Apropos, du kannst dich dann auch mal irgendwo anders hin verpissen. Die wird hier gleich einschlagen. On my way. Ich wünsche, es gibt eine Abwehrmaßnahme gegen diese Dinger. Oh shit, das geht direkt auf Recycler. Unit lost. Unit lost. Construction started.
verarsch mich doch jetzt, oder? Building complete. On my way. Ich meine, der greift den Turm und das Silo nicht an, also. Repair engaged. Ich hoffe, der kann das Relikt reparieren. Oh, das Relikt repariert sich selbstständig. Ich kann nicht noch mehr Nightingales bauen? Okay. On my way. Wo fährst du denn hin? Da solltest du gar nicht hin. Okay, egal. Du folgst mir. Raus aus dem Ding hier. Ich meine, ich kann zwei von den Nightingales theoretisch abziehen, wenn ich den Turm hier hingebaut habe. Oh, der hat Howitzer da hinten, die wir auf den Sack geben wollen. Die reichen bis hier hinten hin. Whoa, follow the leader. Building complete. Right behind you. Following. Construction started. Building complete. Yes, sir. Following. Konstrukteur alle. Scavenger lost. Und mein Scavenger ist weg. Construction started. Okay, das ist jetzt witzig. Yes, sir. Die haben völlig darin versagt, meinen Dings auseinanderzubauen. Autsch. Base under attack. Offensive unit lost. Headshot. Building complete. Repair engaged. Offensive unit lost. Getting scrap. Ja, er mörsert den Turm jetzt, Anne. Nichts, was man nicht mit einer Daywrecker eben kurz berichtigen könnte. On my way. Base under attack. Oh, ich habe meinen Panzer trotzdem verloren. Right behind you. Base. Das Einzige, was mir wirklich den Tag versauen könnte, sind Daywrecker. Alles andere, chill. Das soll hauptsächlich verhindern, dass er ja irgendwelche Türme hier hinflanscht. Aber es ist auch generell ein Bonus gegen alles, was irgendjemand angreifen zu müssen. Building complete.
Base under attack. Yes, sir. Satellite activated. Base under attack. Oh, die Daybreaker ist echt fix. Jetzt brauche ich Ressourcen. Base under attack. On my way. Ich habe 5 Energie, das heißt, ich kann hier zumindest ein oder zwei Geschütztürme noch hinschmeißen. Und habe zumindest da meine Ruhe. Weil der kommt hier offensichtlich gerne mit noch einem größeren Geschwadern an. Aber die werden sowieso hier abgefangen. Also das ist nicht so das extreme Problem, aber es ist halt nervtötend, weil die ganze Zeit die Walker langmatschen. Ich glaube, wenn ich selber angreife, würde ich von hier aus kommen und ein paar Meteore hier reinschmeißen. Das sollte den eigentlich relativ schnell down bringen auf ein Level, das mir gefällt. On my way. Yes, sir. Baue ich den am besten. Ich glaube, hier und hier wären die sinnvollsten. Die hätten dann ungefähr die gleiche Reichweite auf das, was hier ankommt. Ich muss den verkarpften Golem durchlassen. Wichtig ist das hier, weil dann kann ich endlich Truppen hier hinkriegen, die dann für mich die ganze Scheiße erledigen. Building. Die gehen hier direkt ins Kreuzfeuer rein zwischen den Geschütztürmen. Die, die durchfahren, fahren hier rein, werden von den Türmen abgelegt und wenn die hier mit ihren ersten durch sind, dann nehmen sie den Dresden auch gleich wieder aus dem Geschäft raus. Construction started. Ich muss mal noch einen Holler bauen. Building complete. In transit. Yes, sir. Das hat Eindruck hinterlassen, würde ich behaupten. Yes, sir. Base under building. Attack. On my way. Commander, this is Hover Tug 1. We've got the cargo. Commander, Hover Tug reports object has been secured. Building complete. Das weiß ich doch, Spiel. Das musst du mir nicht sagen. Ich versuche allen erstes Nightingale zu treffen. Trotzdem gewinnen die Geschütztürme das Spiel. So, sein einziger Angriffsweg ist der hier noch. Und er kriegt selbst hier von den Geschütztürmen teilweise auch schon auf sie an der Seite stehen. Lassen sich dabei in die Lava treiben. Ich meine, hier oben steht auch eine Nightingale rum. Die kann ich mal eben dazwischen ziehen. Und die, die durchkommen, werden von den Türmen direkt weggenedert. Hier umschifft er jetzt meine Truppen. Yes, sir. Da brauchen wir nochmal eben Geschützturmen hier hin, nur für um sicher zu gehen. Ihr bleibt hier. Gut, jetzt habe ich meinen Angriffsweg schon mal fertiggestellt. Mini-Komet möchte ich bitte haben. Und einen entsprechenden Delivery-Tank brauche ich. Thunderbolt will ich haben. Sasquatch hat, glaube ich, Mörser statt Raketen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Base under attack. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mit dem Sasquatch rumzuspielen. Building underway. Das scheint wirklich so zu sein, dass die KI versucht, zumindest teilweise den Geschütztürmen auszuweichen. Oder die haben ganz viele verschiedene Angriffswege reinprogrammiert, die Einheiten automatisch nehmen. Könnte aber auch ein zufallbasierendes System sein. Ich meine, der Takt, der scheint durchzufahren, aber die anderen, die gehen hier über die Lava rüber, kriegen nochmal extra Schaden. Fahren hier rüber, fahren auch nochmal über die Lava rüber, nur um dann halt in die Geschütztürme wieder reinzufahren, weil da ist schon die Basis. Falling in. Ich habe kapiert, da ist der Daywrecker. Ich hoffe, die geht nicht in die Kraftwerke rein. Das wäre sehr, sehr eklig. Construction started. Building underway. Building complete. On my way. On my
way. Doch schneller bauen. I'm my way. I'm my way. Volltreffer, aber immerhin, das hat hauptsächlich nur den Recycler beschädigt und den kann ich reparieren. On your tail. On the wing. Need a ride, huh? Ich sollte mir vielleicht noch eine andere Kanone bestellen. Satellite activated. Servo-Server waren eigentlich ganz gut, aber ich glaube, eine Flash-Beam wäre sinnvoller. Sieh doch dieses Geschwader an! Ich kann jetzt froh sein, dass meine Geschütztürme hier oben auch noch ein paar von den Panzern rausnehmen, aber trotzdem, what the fuck? Ich habe das Gefühl, die KI wird immer schlimmer und schlimmer mit ihren Angriffen. Base under attack. Immerhin muss ich keine Ressourcenpakete rüberschmeißen für Reparaturen. Weil ich die Nightingales dabei habe. Ich glaube, wir brauchen mal einen neuen. Von denen, dann kann ich mal eben mit dem hier eine Baracke bauen. Yes, sir. Yes, sir. Aus Fun und Dödelei baue ich mir einfach ein paar APCs und den jagt in die feindliche Basis. Das wäre doch mal eine Idee. Okay, die wollen es wissen. Die sind zu nah an die Türme gelaufen und wurden angegriffen. Und einer hat schon krepiert. Der andere Walker. Ich meine, vom Potenzial her kann Walker die Geschütztürme wegmachen, wenn die nur treffen würden. Ich glaube, auf dem Schwierigkeitsgrad ist das aber so ein absolutes No-Go. Stimmt, ich hatte ja einen Schwierigkeitsgrad auf leicht gestellt bei dem Spiel. Und wollte ihn auch nicht wieder hochstellen. Werde ich nicht machen. Nein, nein, nein. Die wollen es echt wissen. Yes, sir. Building. Construction started. Building complete. Building complete. Yes, sir. Yes, sir. Building. Okay, ich denke, ich kann mich auf den Weg machen, die feindliche Basis überhaken. Zum Glück kann jemand die Kometen nicht versehentlich abschießen. Die braucht ihre Zielerfassung. Building complete. F4, F6. Ja, Gruppe F4, Gruppe 1 ist Gruppe F9. F1 folgen, F2 folgen mir auf, weil F2 brauche ich für Munition, F1 brauche ich für Beschütz. Unit factory here. Building underway. Base under attack. No mercy. Unit complete. Moving out. Eat dirt, commie pinko. Laser minigun. Base attack. Ah, das ist der Turm, den ich unter die Artillerie-Scheife gestellt habe. Base under attack. Building underway. Base under attack.